So. Okay. Ah, der Winterdienst ist scheipackt. Gut, dass die so schlank ist. Okay. Schade, dass man die Scheinwerfer nicht ausschalten kann. Puh. Habe ich den echt getroffen? Habe ich beide echt getroffen? Nee. Wo ist da noch einer? Ach Gott, zack, diese Waffe ist echt der Wahnsinn. Okay. Oh Gott, und jetzt kommt natürlich noch so ein super Typ. Sie ist allein. Ausschwärmen und Beeilung. Na toll. Ach komm. Ernsthaft? Wie viele kommen die denn da schon wieder? Stirb! Stirb einfach, du Junge! Puh! Jawohl. Puh. Das hätte nochmal knapp werden können. Beziehungsweise es ist knapp geworden. Holy shit. Knappes Pflaster. Knappes Pflaster. Ah. Aber gut. Alles nochmal gut gegangen. Von dem her... passt das dann schon? Sammeln wir alles hier gleich wieder ein. Was hier noch so rumliegt. Aber das war echt knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es gleich schaffen, aufs erste Mal gleich alles zu bekommen. Aber okay. Pfeile hätten ein bisschen mehr übrig bleiben können, deswegen nehmen wir erstmal das Sturmgewehr her. Und schon wieder der Hubschrauber. Was ist hier passiert? Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck.
Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Da hast du allerdings recht. Aber die schauen hier nicht mehr so lecker aus. Jacob, ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Hört sich nicht so an. Das hört sich nicht so gut an. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Wer sonst? So, ja, Bahnhof, das würde ich sagen, ist richtig. Die Frage ist nur... Okay. Das war einfach. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Hin wir! Da drüben kommt er raus! Scheiß Hubschrauber. Ah! Oh je. Yeah. Da habe ich doch gar keine Zeit zum Looten, Leute. Oh oh. Ich will ja nichts sagen, aber es könnte jetzt ein Problem werden. Wir haben sie, sie sind auf den Schienen. Lass sie nicht entkommen. Au, oh, da wenn ein Eisberg hergeht. Auf der Flucht, überleben sie das eisige Wasser, ja super. Vor allem, die dreht dann auf einmal immer so um, da wo ich gar nicht hin zeig. Aber witzig, dass sie auf einmal jetzt viel mehr Luft hat, als sonst, wenn ich mit ihr schwimme. Aber es könnte trotzdem eng werden. Aber ich glaube, das gibt ohnehin eine Cutscene. Ja. Finde ich ja so. Ja, die Frage ist nur, wo ist ihr Bogen und alles. Boah, das muss echt verdammt saukalt sein. Da kannst du sehr schnell drauf gehen. Der Typ, der hat's echt sehr genau benannt. Sein scheiß Hubschrauber. Gut, dass die einfach nicht treffen. Und dass sie so akrobatisch ist und einfach egal wo sie rumspringt. Oh oh. Es immer genauso schafft, noch irgendwie drauf zu kommen. Und von nicht einer einzigen Kugel getroffen wird. Also muss doch dann mal der scheiß Hubschrauber eigentlich mal drauf gehen, oder? Da Wahnsinn. Dad, ist alles in Ordnung? Dad? Oha. Echt jetzt? Sie hat jetzt ein Flashback, wie sich ihr Vater selbst erschossen hat? Und er räuchert sie ein. Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Krüte Kraft.
Sie hätten mich in dem Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht. Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit Ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden Sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg? Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Ein neues Abenteuer wartet auf Sie. Danke, dass Sie Baba Yaga, der Tempel der Hexe, für Rise of the Tomb Raider gekauft haben. Okay. Einsatzziele werden mit rosa Markierungen auf Ihre Karte dargestellt. In der Sowjetanlage warten eine neue Mission auf Sie. Die Mysterien des gottlosen Tals locken. Leute, ich bin... Jacob, sind Sie da? Nö. Verdammt, wo ist er? Sind wir hier in der Fleischerei oder so? Auf jeden Fall ein schöner Ofen. Leute, ich werde jetzt aber definitiv Schluss machen. Es ist jetzt 2:30 in der Nacht. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ist das eigentlich jetzt hier der dritte Teil oder der zweite Teil, den wir spielen? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich hoffe, es ist der zweite Teil. Weil dann müsste ich, bevor ich den dritten Teil release, nämlich noch den zweiten spielen. Und wer weiß, wie lange das hier dauert. Deswegen schaue ich da nämlich jetzt nochmal nach. Aber macht echt mega Bock. Und ja, freue mich jetzt schon auf die nächste Aufnahmesession. Dann gehen wir raus.
Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Hey, du stehst neben dem Feuer, der kann gar nicht so kalt sein. Aber naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.